Moin moin, ihr wunderschönen Menschen, herzlich willkommen auf meinem Channel, Alter. Baby, ich bin da. Ich geb alles, was ich hab, ja. Wir sind heute hier in Fürstenberg. Erste Mal in meinem Leben heute hier. Mit am Start heute Teddy, Alter. Moin. DJ Teddy. Auch bekannt unter DJ Laut und Leise. Heute mein Betreuer und Kameramann. Mal gucken, ob wir heute fahren. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Also ich filme auf jeden Fall erstmal das Intro und dann gucken wir mal weiter. Hat die Nacht ein bisschen gefroren? Hätte ich nicht gedacht, dass es so schlimm ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist tatsächlich schlimmer, als ich dachte. Das ist ja eigentlich Sand. Das ist ja eigentlich so ein richtig wie eine Sandgrube quasi. Oder eine Kiesgrube. Ja, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, heute auszuladen. Was sagt der Mechaniker? Ey. So nach wie du dich nicht hinpackst, ist glücklich alles gut. Ja, aber ich muss mal gleich die Slickreifen raufziehen und dann Supermoto fahren. Wir gucken einfach mal. Also ein paar Leute haben sich ja schon umgezogen. Ja, mal gucken, wie es aussieht, wenn die gleich fahren. Dann entscheiden wir, ob wir wieder einladen und wieder nach Hause fahren. Sind zwar anderthalb Stunden hergefahren, aber meine Güte. Aber Drohne fliegen ist noch drin, ne? Ja, mit der Drohne kann man eine Runde fliegen, genau. Dann stellen wir jetzt mal Drohne drin und dann gleich, wie die Leute hier fahren und dann gucken wir mal weiter. Wenn ich jetzt die kürzeste YouTube-Folge, die ich je gedreht habe. DJ Teddy, Alter. Ja, Mann. Wie ist dein DJ-Name? Hast du einen richtigen DJ-Namen? Musa. DJ Musa. Mufasa oder was? Nee, Musa, so heiß ich. Das ist mein zweiter Name, Dicker. Wirklich? Ja, wirklich. Mein Opa hieß so. Mein Opa ist aus Afrika und deswegen represent so, ne? Ja. Folgt mir alle auf Instagram, ne? Das ist wichtig. Ich blende hier meinen Instagram-Namen ein. Doch, geil. Schön Ding. New Lady ist schon ausgeladen. Ach, ja, hab mich jetzt auch angemeldet und werde jetzt Tatsache dann gleich eine Runde fahren. Alles nur für euch, damit ihr ein cooles Video habt. Was macht er denn da im Hintergrund die ganze Zeit? Nee, alles nur für euch, damit ihr ein cooles Video habt. Normalerweise bei dem Boden, bei dem Verhältnis würde ich normalerweise einpacken als Hobbyfahrer. Wir haben glaube ich immer noch Minusgrade. Aber ja, scheiß drauf. Das heißt, wir fangen gleich eine Runde. Teddy wird gleich eine Runde filmen. Und erstmal schön hier in El Vito. Mal schön umziehen. Wie ein Profi, wa? Oh, denn schön Hartbodentraining, nicht? Hartbodentraining als Maul, Alter. So hässlich, ey. 20 Minuten später. Wichtig jetzt bei der Kamera, hier unten muss immer 125 stehen. Ja. Und unten muss Rec muss stehen. Rec stehen. Guck mal. Hier übrigens meine neue Brille, ne? Schon. Passend zu den Handschuhen. Und hier ist der Vito-Schlüssel, bitte nicht verbummeln. Moin! Also, ich wäre echt nicht abhaten, aber das letzte Mal, als ich hier war, glaube ich. Das macht mir keinen Spaß. Ich bin
Und wieder diese weiche, dann wieder hart. Dann denkst du, okay, die Kurve ist geil, kannst du richtig weich rinballern, fährst rin, auf einmal rutscht das Hinterrad raus, weil eigentlich noch Knüppel hart ist. Aber besser als nichts, besser als nicht fahren. Ey, alles für den Vlog. Nur für euch. Das mache ich nur für euch. Ich bin heute nur für euch gefahren, dass ich ein geiles Video machen kann, dass ihr was zu gucken habt. Nur deswegen. Hm, nur schön. Für euch. Ich bin auch nur für euch gerade fast auf der Strecke geflogen. Du brauchst noch eine Bodycam, dass man dich auch sieht. Ja, garantiert. Also die Strecke ist, ist wild. Wild, echt wild. Übelst wild. Also du hast halt übelst harte Stellen. Übelst hart die vorne stellen und auf einmal kommt wieder so eine komplett weiche Kurve, wo du aber unten drunter wieder harte Kanten hast, also ich wirklich komplett noch gefroren. Aber es sind eine ganze Menge Leute hier und die taut auch langsam auf, also mal gucken. Ja. Beste draus machen und heute nicht sterben. Oh, das. Der sieht mal auf, immer weg. Das ist einfach nur Moos. Das ist doch kein Trockengras, Alter. Das ist bescheuert. Das ist wie Sperrfläche. Das ist Sperrfläche. Du durfst nicht ruf, weil der Trockengras ist. Danke, grüne Politik. Danke. Maul, Alter. Guck, wie besonders. Das ist einfach nur Moos. Das ist nur Moos. Das ist nichts anderes. Das ist einfach nur Moos. Glaubt, ey. Der dicke Räuber schraubt an 4 zu 9 Motorrädern in voll komischen Positionen rum. Ich stell mein Fahrwerk ein, du Noob. Warum hast du keine Ahnung? 11 zu, 11 auf. Das ist richtig komisch, jetzt einen Kameramann zu haben. So ein bisschen 20 plus 2 viel, ey. 20 plus 2. Ja, ich fahr jetzt nochmal eine Runde mit der 360-Grad-Kamera für euch, dass ihr mal seht, was das hier für ein geiler Track ist. Und denk mal, dann wartet drauf. Verabscheuung machen wir bei denen, wenn es soweit ist. Und wie gesagt, jetzt von der auf die. Hat halt noch eine gemacht. Den Übergang machen wir jetzt, Michi. Der hier ist mal wieder nur für dich, Alter. Einmal cool sein im Leben. Schön Spagat gemacht.
Digga, ohne Quatsch. Ich meine, ich mache ja nur ein bisschen Fitness, habe ja hier ein bisschen Keulen und alles, ne? Aber das ist so wie der größte Fehler, den man machen kann. Ich bin fix und ich war eine halbe Runde, ich bin tot. Ich dachte schon nach der ersten Runde, wo du den linken Arm unten hattest, dachte ich so mal mit der Kamera, Alter. Ich bin auch immer hingeflogen, habe einen schönen Spagat gemacht. Ich dachte, jetzt habe ich mich Kreuzband gerissen. So, das war unser Tag in Fürstenberg. Ja, Strecke war so, müssen wir nochmal herkommen, wenn schöneres Wetter ist, glaube ich. Und dann gucken wir mal, was denn abgeht. Ja, ich hoffe, mal wieder schön auf dem Bike zu sitzen. Ich hoffe, man konnte sich die Aufnahmen halbwegs angucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Resttag. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn das heißt, der dicke Räuber fährt mit einem niegelnagelneuen Motorrad über irgendwelche komischen Buckelpisten. Gönnt auf jeden Fall meinen Podcast, guckt da vorbei, schreibt Kommentare, wie die willen, habe euch alle lieb. Und bis dann mal, bis dann, sich der dicke Räuber meldet sich ab, Alter. Ciao, Cesco. Baby, ich bin da. Ich gebe alles, was ich habe, ja. Ein viel zu schmaler Grat.